Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Fischstäbchen lügt. Heute eine Special-Folge, denn es ist der dritte Advent. Ho, euch ho, ho. Allen alles Gute zum dritten Advent. Und der Peter brennt. Wie bei den anderen Adventstagen auch, könnt ihr was gewinnen auf unserer Webseite, wenn ihr dem Link in der Beschreibung folgt. Und diesmal ist dieser Gewinn gesponsert von Sky Ticket. Es ist ein fetter 65 Zoll Ultra-HD-Fernseher. Vielen lieben Dank dafür, Sky Ticket. Und by the way, Sky Ticket, ja, da gibt es aktuell ein richtig geiles Angebot, das ihr wahrnehmen könnt, wenn ihr auch dem Link in der Videobeschreibung folgt. Für 19,99 Euro könnt ihr bis Ende März entweder Serien oder Filme gucken über Sky Ticket und bekommt auch noch den TV-Stick obendrauf. Mit dem TV-Stick könnt ihr Sky Ticket überall mit hinnehmen und dann einfach an den Fernseher anschließen, mit dem Internet verbinden und Zugriff auf die komplette Welt von Sky Ticket bekommen, ja, wo es Serien gibt wie Das Boot oder Game of Thrones oder Filme wie Marvels Avengers Infinity War und auch noch da ganz viele andere, aber auch noch ganz viele andere Apps wie YouTube. Vielleicht schaut ihr sogar gerade dieses Video über den TV-Stick. Also einmalig 19,99 Euro und bis zum Ende März entweder Serien oder Filme gucken. Und übrigens, Sky Ticket ist monatlich kündbar. Und jetzt geht's weiter mit Fischstäbchen lügt. Ja, und also, so wie immer, wird es jetzt 5 Behauptungen geben, die das Fischstäbchen behaupten wird, aufstellen wird, wie auch immer man es nennt. Und ihr müsst buzzern, wenn gelogen wird, Brammen. Okay. Ja, ich sagte dir immer wieder gerne. Ja, ich hab's letzte Mal verkackt. Und ihr habt auch, letzte Wochen schon mal ein bisschen Werbung gemacht für Sky. Oh. Ja, und mit wem bin ich denn im Team? Was? Mit wem bin ich denn im Team? Oder spielen wir Free for All hier diesmal? Wir spielen Free for All. Oh, krass, Alter. Brammen kann ganz alleine abziehen, ey. Das ist doch scheiße. Ja, wir spielen Free for All. Jeder kriegt einen Fehler. Jeder kriegt einen Punkt, wenn jemand falsch klickt, falsch buzzert. Okay. Aber wie gesagt, da ihr euch ja schon so gut auskennt, ja, und schon, wie gesagt, Werbung gemacht habt bei Sky, ist Ticket. Die Frage, die das Meer, ist das Meerschweinchen? Das, nicht das Meerschweinchen, das Fischrentier. Wird die Behauptung aufstellen, ich habe 1981 das Boot im Film mitgespielt. Oder ich habe bei dem Boot mitgespielt. Aber das Boot im Film mitgespielt. Ich habe 1981 bei Das Boot, in Klammern, den Film mitgespielt. Das ist natürlich nicht die Serie, die bei Sky Ticket läuft, ja, aber Das Boot gab es ja auch schon mal als Film. Die Urfassung ist ja irgendwie so 6 Stunden lang und dann haben sie irgendwann mal so einen Director's Cut gemacht, der war dann nur noch 2,5 oder so. Und dann fangen wir mal an. Okay. Oh shit, ich habe Junge, Alter. Ja, Peter ist eskaliert jetzt, der ist heiß. Ja. Christoph Waltz. Da hat Christian gedrückt. Wurde schon direkt gebuzzert. Ja, Alter, Christoph Waltz hat doch nicht mal Das Boot mitgespielt. Vielleicht war sein Oder habe ich das jetzt wieder falsch verstanden? Das hast du absolut richtig verstanden, Punkt für Christian. Ach nö. David! Er ist gelogen, er hat natürlich nie mitgespielt. Hätte ja sein können. Der ist ja auch nicht sagen, können. Der Fisch ist. Ich bin dir echt dankbar, Alter. Christian. Ich war echt so. Nee, der war doch nicht dabei. Ja, dann muss ich ja nicht drücken. Nice. Ich habe auch richtig verwirrt in die Kamera geguckt, weil ich das auch drüber nachdenken war. Okay. Weiter. Wenn falsch ist, drücken. Okay. Jetzt sofort. Moment, jetzt sofort drücken. Jetzt. Herbert Grönemeyer wurde gedrückt. Weil er hat ja dabei, das weiß ich sogar auch. Siege hat er da mitgemacht. Herbert Grönemeyer hat da mitgemacht. Und das gibt einen Punkt für Brammen, Christian und Peter. Boot, weil es schwimmt und weil es lenkt. Genau. Ja, so ungefähr hat er das. So das, war ungefähr, das war seine passiert. Rolle auch tatsächlich ungefähr in Das Boot. Okay. Next. Dein Finger wird steif. Martin Wer Semmelrogge. Wer ist das denn? Ist das ein Fußballer? Ein richtig Berliner Junge. Der spielt bei Hertha. Uwe Ochsenknecht. Oh, der Brammer war richtig, richtig fix geballert. Ja, da glaube ich jetzt mal nicht dran, dass der dabei war. Da höre ich jetzt schon im Hintergrund. Ja, das ist der Vater von Jimmy Blue und Dann könnte das sein, dass er doch Gonzalo mitgemacht hat. Oh, scheiße. Was dachtet ihr denn, wer das wäre? Ja, einer ich von dachte, den der Junge. Genau, ich dachte auch, dass das einer von den jungen Ochsenknechten ist. Klein Uwe. Das ist der dritte Sohn, von dem man nie gehört hat. Gonzales und Jimmy Blue heißen die, glaube ich. Scheiße. Ja, aber Bram, das ist natürlich falsch. Uwe Ochsenknecht hat mitgespielt. Damit bekommen Christian, Peter und Seppenpunkt. Mein erster Punkt.
Es gibt ja Punkte, Punkte, Punkte. Nice, weiter. Punkte, 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 Punkte. Oh. Benno Fürmann. Da hat Christian gebuzzert. Er ist doch viel zu jung, oder? Richtig. Könnte sein. Punkt für dich, Christian. Er rockt hier die Bude. Er ist das Bootsspezialist bislang. Weiter. Ja, geschädigt von meinem Papa. Thomas Kretschmann. Ich drück gar nichts mehr hier. Ich wollte auch gerade sagen, Bram, ich kann nichts mehr drücken. Oh, wow. Christian! Hat noch bei Thomas Kretschmann gebuzzert. Also, ist das nicht der Handballer? Ich würde voll spontan würde ich auch sagen, dass Thomas Kretschmann der Handballer ist. Deswegen Punkt für dich. Juhu! Ich hasse euch. Ich gucke nochmal nach. Ich bin gerade ein Schauspieler oder Schauspielerin Kretschmann mit Nachnamen. Thomas Kretschmann ist ein Schauspieler. Ah! Wer ist denn ein anderer Schauspieler? Kretschmann? Scheiße. Hat er das Boot mitgespielt? Hat er auch da mitgespielt? Es gibt ja natürlich auch noch unseren hier Baden-Württemberg Ministerpräsidenten, aber der ist ja Winfried. Ja, Kretschmar. Der heißt nämlich Winfried. Ah, ja, stimmt. Ist doch Kretschmar. Ah, okay. Ah, ja, stimmt. Oh, dammit. Oder? Ja, auf jeden Fall. Aber wir werfen hier mit Wissen ist, um uns. Also Thomas Kretschmar ist ein Schauspieler und hat nicht mitgespielt. Deswegen hast du, wie gesagt, deinen Punkt bekommen. Okay. Nice. Okay. Weiter. Wie in Mathe macht früher. Euch zum Klicken bereit, falls hier jetzt eine Lüge kommt. Oh, Klick. Ja. Alf Richter. Klick. Wie geil wär's bitte, wenn der Richter wäre? Wow. Peter. Der sehr geehrte Herr Richter. Peter wollte auch mal drücken. Ich hab mich jetzt einfach mal getraut. Ja. Das war bestimmt Ralf falsch. Richter. Guck mal, der Ralf. Ralf war Martin bestimmt dabei. Der war bestimmt. Semmelrogge und Herbert Grönemeyer sind doch das infernale Trio von Das Boot, Peter. Das weiß doch jeder. Und deswegen bekommen Sebastian, Christian und Brammen einen weiteren Punkt. Ich dachte, das wäre der Typ, der die ISL gegründet hat. Der heißt auch Richter. Nein. Aber nicht Ralf, sondern Karl-Heinz. Ralf Richter, der hat auch so. Ist auch so. Ralf so, Richter? So ein rauer Typ. Der ist eher, sag ich mal, ein bisschen bodenständiger Mensch mit einer Bierdose in der Hand. Aus dem Peter, ja? Der Typ von der ESL, der heißt doch E-Sports-Ralle. Er heißt E-Sports-Ralle. Warum steht das nicht da? E-Sports-Ralle. Ja, E-Sports-Ralle. Gucken wir mal, wer als nächstes steht. Oh, der macht einfach weiter, Alter. Hey, der heißt doch Ralf Reichert. Da, der nicht. Fuck! Mann! Echt? Hat er nicht mitgemacht? Der ist ja überall dabei. Nee, das war ein guter Film bestimmt. Wann ist der gedreht worden? Irgendwann Anfang der 80er. Til Schweiger so würde auf jeden Fall seine Töchter auch mit in das Boot nehmen, aber nicht in dieses Boot. Deswegen Punkt für Bram. Ach, Kacke. Oh, Gott sei Dank, ey. Weiter. Der ESL-Typ hieß Ralf Reichert, nur zur Info. Ah, okay, nicht Richter. E-Sports-Ralle. Doch. Ralf reicht. Ralle. Jan Fedder. Das ist der Vater von mir an. Das ist der Vater vom Tennis? Fedder. Ja, nee, der ist Fedder. Federer, Peter. Der ist im Rundstadt. Fuck! Oh, fuck! Der ist doch Fußballer, oder? Oh, Mann. Der ist Schauspieler, Alter. Oh, Scheiße. Das sind alles Schauspieler. Das ist Fußballer. Ja, aber Bram, das ist ein Punkt ist für dich. Das ist unfair, wenn du um schnell klicken geht. Das ist ein Punkt für Bram. Einer lauter war. Nee, geht gespielt. Auch im Wissen, ja? Ich wusste ja, dass der, ja, du wusstest, dass der Fußballer ist. Und damit habt ihr. Aber es gibt doch so einen Song, oder? Nee, lauter, 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 lauter. Nee, lauter Bach, ja, das ist von Fettes Brot. Yeah. Ja, genau. Fedder eben, der ist aus dem Großstadtrevier. Der spielt immer so einen Typen, der einen ziemlich harten Hamburger Akzent hat. Irgendwie okay, dann war er vielleicht lucky, aber das ist egal, den Punkt kriegt trotzdem. Das ist durchaus lucky. Ja, wir haben einen Zwischenstand. Also, wir haben schon echt viele Punkte vergeben. Ihr habt also keine Fehler nicht erkannt. Also, Christoph Walz war böse. Fürmann war böse, Kretschmann war böse, Schweiger und Lauterbach waren böse. Die anderen haben alle mitgespielt bei Das Boot von 1981. Kommen wir zur nächsten. Der Handballer heißt ja noch Stefan. Weiter durchlaufen lassen und kommen wir zur nächsten Behauptung, die das Fischstäbchen auspusaunt. Und zwar: Ich bin ein Film, den man sich bei Sky Ticket Cinema anschauen kann. Oh, okay. Dann drücke ich jetzt einfach bei keinem. Also. Geht's los.
Also ich würde auch sagen, Sky Ticket hat so ein krasses Angebot. Ant-Man and the Wasp. Oder Wasp? Wasp. Wasp. Oder Wasp of Air. Kann auch. Keine Ahnung, kannst du machen, wie du willst, glaube ich. Skyscraper. Den wollte ich noch gucken. Was ist das überhaupt? Ein Film. Wolkenkratzer. Mit Dwayne Johnson. Alter, ich hab doch keine Ahnung. Ist das der erste oder das Remake hier jetzt? Das erste. Keine Ahnung. Captain Underpants. Wie ich auch geklickt! Ich hab auch gedrückt! Als ob Captain Bram, Unterhose im. Also ganz ehrlich, ich glaube, Bram lügt gerade, weil wenn der gedrückt hätte, dann wäre das ja schon lange vorbei durch. Gewesen. Ja. Aber Captain Underpants, das könnte so eine billige Komödie sein, aber das ist doch ausgedacht, oder? Wie alle wissen, natürlich, außer Christian, ist Sky Underpants. Sky Underpants, Captain Underpants bei Sky. Und deswegen. Punkt für. Ja, wusste ich natürlich. Ich habe eigentlich gar nicht gedrückt. Pete und Sepp. Captain Underpants. Ist das so eine miese Nummer hier gerade, dass einfach alles, was da auftaucht, bei Sky Tickets sind. Ich glaube schon. Habe ich doch gerade gesagt. Also kann ich dir tatsächlich verneinen? Außer vielleicht Brammi aus dem Video. Weiter. Gucken wir mal, was gleich kommt. Churchill. Davon gibt es mehrere Versionen. Welcher denn? Und heißt der auch nur Churchill? Ich glaub, der eine heißt nur Churchill. The World's End. Der mit Danny Oldman, der hieß aber The Darkest Hour. Ja, gut, aber ich meine. Meine ich nämlich. Also ich der weiß nicht, Gary. Ja, auch gut. Kick-Ass 2. Den haben die bestimmt drin. Danny, nach dem grandiosen ersten Teil. Danny Boy. Justice League. Das gibt bestimmt alles da. Ja, weißt du? Ja. Und am Ende gibt's kommt wieder Batman Mikkel. Commissioner yes. Danny. Welcher? S, die heißen beide S. Die, oh, vielleicht kriegen die ja beide. Die kriegen bestimmt beide. Ich einfach unverbesserlich. Ich dachte, jetzt kommt der Quatschfilm. Ne, ich drück da. Hab ich auch gerade gedacht. Ich hab kurz gedacht, drück da nämlich jetzt kommt der Quatsch. Das ist doch verrückt. Okay. Was? Welchem gibt's denn alles, nicht? Ihr seid alle, ganz schöne Schisser. Also, gibt doch alles, ne? Purge war eine Lüge. World's End war eine Lüge, Kick-Ass 2 war eine Lüge und ich einfach und verbessern nicht war eine Lüge. Den Rest gibt es bei Sky. Tickets immer. Okay. Genau. Nächste Behauptung ist, aber ja, ein Zwischenstand hier. Christian hat 6, Bramen 5, Peter und Sepp 3. Kann doch nicht so gut. Aber jetzt... Ihr habt euch ja schon in der ersten Behauptung sehr gut geschlagen, ja. Deswegen, ich spiele in der Sky-Serie das Boot mit. Ist die Behauptung. Da kennt ihr euch ja schon gut. Ich hab sie mal durchgeguckt. Ich fand die cool. Ja, dann wirst du ja auch jetzt richtig brillieren so können. Ja, ich weiß natürlich auch, wie die Schauspieler alle heißen. Genau. Dammit, Alter. 3. Oh Gott, 2. Der Schiff mit oder nicht? Spiel nicht mit. Spiel nicht, er spielt mit. Diane? Oh, kacke, ich hab gedrückt. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist der Junge mal so schnell? Ich wollte nicht mal drücken, ist das Schlimmste. Oh, Mann! Ich dachte mir gerade so, ist eigentlich das Fenster hier Maxi mit angeklickt? Nein, echt? Nice. Und dann drückt er auch noch richtig, ey. Bram, Punkt für dich, ne? Ja. Hey, ne? Easy. Lackt er sich da durch? Er lackt sich durch. Ach Gott. Tom Vlaschia. Der wird da anders geschrieben, oder? Der Tom, den sehe ich da bei dem Boot. Rainer Bock. Warum lachst du das denn? Den gibt's doch nicht. Wenn du nicht gelacht hast, hat Sepp gedrückt. Natürlich den gibt's den. Der spielt bei das Boot. Den gibt's gar nicht. Rainer Bock. Wer heißt denn Rainer Bock, ey? Ja, wer heißt denn Rainer Bock? Die Person, die da mitspielt vielleicht, heißt Rainer Bock. Den gibt's gar nicht. Gibt's den. Den gibt's den. Das ist doch ein fiktiver Name. So heißt doch kein Mensch. Nur Rainer Ziege. Und, ach komm, gehen wir weiter. Rainer Bock. Also wenn er jetzt Ice Wallow stehen würde, dann würde ich sagen, ja, sowas, ey. Matthias Schweighöfer. Ah, den nehme ich aber. Den nehmen einfach nur. Den gibt's ja nicht. Wer ist das? Doch, hast du wieder in dein Fenster geklickt, oder was? Nee, das wollte ich.
Okay. Matthias Schweighöfer spielt nicht mit bei Das Boot. Punkt für Bram. Das gibt's echt nicht. Vielleicht seid ihr jetzt ja schnell genug bei Daniel Brühl. Da, der auch nicht. Ach, der spielt am Anfang mit. Läuft. Wirklich? Er spielt nicht mit. Weiß ich nicht. Er spielt nicht mit. Oh, ja! Spielt nicht mit. Moment. Ernsthaft? Das würde ich googeln. Dann lass ihn da doch googeln. Okay, dann lass ich das mal googeln. Also dann gucke ich mal nach. Ja, wird der Videobeweis jetzt eingeführt? Finde ich gut. Ich meine, der spielt schon in der allerersten Szene mit. Ich weiß, welche Szene du meinst. Das Boot-Serie. Wikipedia. Ja, spielt er da mit? Wo steht mir die Besetzung? Google doch einfach Daniel Brühl das Boot. Da habe ich schon nichts gefunden zu. Ah, okay. Bei Wikipedia sehe ich da auch keinen Daniel Brühl als Namen. Ich kann aber gerne nochmal bei Daniel Brühl Wikipedia nachgucken, ob das in seiner Filmografie drin steht. Das ist ja einfach nur zufällig an dem gleichen Ort gewesen, wo die gedreht haben. Ist schon durchs Bild. Zufällig durchs Bild geschwommen. Und haben den nie rausgeschickt. Ganz ehrlich, der war doch der Kapitän von... Nicht, oder nope. Nicht? Er ist nicht dabei. Ich weiß nicht, mit wem du den vertauscht, aber hier, also nach meiner Recherche, die ich hier gerade so sehe, sehe ich hier keinen Daniel Brühl. Ja, vielleicht habe ich den verwechselt. Ja, würde ich auch so sagen. Also, ich google das gleich trotzdem, wenn wir durch sind. Punkt würde ich für an Stelle auch. Bram. Habe ich dir jetzt den Punkt schon gegeben oder nicht? Verfickt. Das weiß Scheiße. Ich, aber ich muss noch einen kriegen. Ich hatte hier vor der Aktion hatte ich 5, habe ich Matthias Schweighöfer 6 und dann werden 7. Bist du 7? Nee, du hast noch Diane Krüger, oder? Du hast noch Diane Krüger bekommen. Alter, damit hast du 8. Überall. Guck mal, ich habe ja voll abgeräumt, Junge. Das heißt, du hast 8 Punkte so aktuell. Ja, Diane Krüger habe ich auch schon wieder vergessen, weil ich da aus Versehen geklickt hatte. Genau, bei Diane Krüger hattest du den Punkt bekommen, dann hattest du Rainer Bock den Punkt von Sepp bekommen, Matthias Schweighöfer hast einen Punkt bekommen und da Daniel Brühl bekommst du auch noch einen Punkt, das heißt, du hast 9. Ja, guck mal, easy. Hätte ich dir fast einen unterschlagen. Hey, lass mal Team. Nimm mich mal in dein Nein, Team auf. Nein, es gibt kein Team hier Punkte heute. Nee. Ich will wissen, wer der beste Sky-Ticket-Informant hier ist. Scheiß für Stäbchen, ich hasse dich. Robert Stadelober. Boah, weiß ja auch Alter. Keiner, oder? Stadelober. Lizzie Kaplan. Ein Pornostar. Florian David Fitz. Am Arsch! Wer heißt denn Fitz mit Nachnamen? Weißt du, nur kleine Pupse. Stefan Konarske. Der ist aber auch den gibt's aber, glaube ich. Ich kenne die gibt's nicht. Tom Schilling. Ich habe bei allen, die ich, wo ich mal gehört habe, habe ich gedrückt. Alter, ist Tom Schilling nicht Major Tom? Oh, ey, Junge, ey, wenn du das sagst, ne, dann glaube ich dir Major Tom. Okay, ihr habt ein paar leider nicht erkannt, und zwar Tom Schilling, Florian David Fitz. Sag ich doch, das ist ein Pups. Und sonst, ja. Habt ihr alles richtig gemacht. Okay. So, haben wir einen wunderbaren Zwischenstand von Brammen hat 9 Punkte, Christian hat 7 Punkte, Peter 4 und Sepp hat 3 Punkte. Das heißt, ihr müsst jetzt noch ein bisschen aufholen hier in der letzten Kategorie. Und zwar, ich bin eine Serie, die man auf Sky oder mit Sky Ticket schauen kann, anschauen kann. Scheiße, bin ich in dem Raum noch drin? Ja. Okay. Moment. Moment, bevor wir anfangen, ja? Ja, ist das drücken, wenn das nicht da drin ist, ne? Ist das, nicht die gleiche Kategorie, die wir vorhin schon hatten, oder habe ich jetzt irgendwie was vercheckt? Das ist jetzt Serie. Vorhin war Film. Wir waren vorhin bei Film. Jetzt sind wir bei Serie. Ja, hey, ne? Okay, also wenn ich nicht da drin bin, ja? Ich gucke mir das erstmal an wieder. Ja, guck dir das erstmal an, natürlich. 3, 2, 1. Klick in dein Fenster. Drücken. S-W-A-T. Was ist das denn für eine Serie? Die kenne ich nicht mal. Komm hier. Oh, da hat Bram geklickt. Ich glaube. Christian ist geleftet. Ist ja nicht lieben. What the fuck?
Du hast gerade den Buzzer-Raum verlassen. Du hast den Buzzer-Raum geschlossen. Das hilft dir trotzdem nichts beim Buzzern. Du darfst aber sofort mal testbuzzern, ob das bei mir ankommt. Und ja, Bram, du hast leider nicht recht. Das gibt es. Das gibt es. Deswegen bekommen Christian, Peter und Sepp einen Punkt. Ja. Nice. So, das Fischstäbchen ist schon fast am Ende. Macht euch bereit. Ja, das wird echt übel. Ja, aber vor uns. American Horror Story. Das stand bei mir nicht mal. Gott. Bei mir schon. Puh, die Serie gibt es, aber... The Viking The Art. Ah, ich bin so doof. Oder bin ich doof? Ah, bin ich so, doof? Ja, du bist ziemlich doof. Gesagt, die HBO-Serien gibt es da. Die gibt es da. Ja, das aber ist aber Dead nicht HBO. Walking Dead ist nicht, das ist AMC. Aber trotzdem gibt es die da. Ja, meine ich ja, AMC. Aber AMC ist The Walking Dead. Ich und, dachte, ich weiß, wenn ich da anders hatte, weil du gesagt hast, The Viking The Art. Und ich war so, Moment, was steht denn? Was? Die toten Vikings? Was? Sind sie da? Ja, natürlich gibt's die da. Und deswegen bekommen Sebastian, Christian und Brammen einen Punkt. Einfach. Modern Family. Die da? Die ist zumindest nie ausgedacht, die Serie. Nee, die kenne ich auch, aber... Supernatural. Auch nicht ausgedacht. Hasse dich, Jonathan. Die wird aber nur ab 18, oder? Die Sopranos. Jetzt, Peter. Die habe ich da sogar gesehen. Ja, die habe ich auch angefangen. Sons of Anarchy. Hat nicht der Band? Nee. Ach komm. Was? Das ist also nicht eine Band, das ist die Rocker-Serie. Sons of Anarchy ist eine verdammt gute Serie, die bei Sky läuft. Punkt. Peter, Christian und Brammen. Wie heißen? Das ist eine Band. Ist nicht so auch eine Band so ähnlich? Arc Enemy, ja, ja. So ähnlich, würde ich sagen, aber nicht wie die Serie. Vielleicht gibt es auch eine Band, die heißt wie die Serie, ne? Also es gibt viele Bands. Kann natürlich sein, ja, oder aber eine, das hilft dir also nicht. Also Anarchie gibt es 100 pro eine Band wahrscheinlich. Gibt bestimmt noch eine Band, die Anarchie. The Walking Dead heißt und irgendwie ein Metal ist. Auf Anarchie habe ich sogar 3 Staffeln geguckt. The Walking of Dead Band, Metal oder bestimmt sowas. Vorhautverengung. Ist sie denn gut? Also worum geht's denn da? Kann ich die auch mal gucken? Weil ich kenne die überhaupt gar nicht. Die ist gut. Kann ich die auch mal gucken? Die ist echt gut. Kannst du bei Sky auch mal gucken, ja. Ja, worum geht's denn da? Um Rocker. Um Anarchie und Söhne. Motorrad, Brutalität und oh, okay. Alles. Ja. Kannst du bei Sky Ticket einfach binge-watchen. Hannibal. Scheiß Motorrad. Echt, Mann, das scheiß Motorrad. Hannibal wurde zu früh abgesetzt. Und dann ist Anarchie. Vikings. Ich hasse dieses, ey. Ich werde nicht mehr drücken, Jay. Deadwood. Oh, hier. Hat sich selbst nochmal. Hat meine sich Chance, noch mal meine letzte Chance gegönnt, hier noch mit Peter auszugleichen. Das ist richtig. Punkt für Peter, Christian und Brammen. Mann, ey. Und damit sind wir durch. Kacke. Ihr habt keinen Fehler gefunden? Denn in der letzten Kategorie sind alle bei Sky. Oh lol, fuck you Sven, oh, I hate you. Nicht bei den Filmen, nein, nein, da sind doch welche bei, die sind ich hab gesagt, beim Film kann ich euch versichern, hab ich gesagt, dass es da auf jeden Fall ein paar fiese Sachen gibt. Ja, wir haben einen Endpunktestand von Sebastian 5, Peter 7, Christian 11 und Brammen 12 Punkte, du bist unser Meister. Ich möchte diesen Gewinn Diane Kruger widmen. Dankeschön, Baby. nicht Rainer Bock. Aber ich glaube, Rainer Bock vom Fernseher hat ja Christian auch einen Punkt mehr bekommen, weil Sepp das gedrückt hatte. Aber Diane Kruger habe ich fail gedrückt. Ich widme das Daniel Brühl. Macht auf jeden Fall beim Gewinnspiel mit. Wie gesagt, das ist fett. Ja, aber der hat nicht mitgespielt. Nee. Vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche noch einen schönen Danke dritten Advent. Danke an Sky Ticket fürs Sponsern. Und ja, Dank. Schönen dritten Advent. Für alles. Ciao. Ciao. Ciao.